Hallihallo, meine liebe Leseratten da draußen. Ja, ich nehme das Video jetzt Ende April gerade auf und mir ist da auch erstmal aufgefallen, im März habe ich eigentlich, weiß versehen, wie viele Bücher gelesen und eine Rezension vergessen. Und zwar zu Die Drachenkämpferin Teil 2, Der Auftrag des Magiers. Ja, ich kann ja hierzu halt nicht, weil das ja ein zweiter Teil ist, kann ich hierzu nicht so viel sagen. Der erste Teil hat ja, glaube ich, damit geendet, dass die Halbessin Nihal und ihr alter Freund Senna irgendwie sich gestritten hatten und Senna den Rat der Magier vorgeschlagen hat, beziehungsweise in dem Teil vorschlägt, die untergegangene Welt zu suchen, um sie gegen den Tyrannen, gegen den, also in den Krieg halt zu bekommen, also ist das Heer von jo, dass eben die untergegangene Welt sich irgendwie dazu aufraffen mit eben mitzukämpfen. Ja, und in der Zeit ist halt Nihal bei Ido, ich glaube Ido hieß der Gnome, ist sie eben bei Ido und lernt noch mehr und ich glaube, sie kriegt dann auch irgendwann ihren eigenen Drachen oder ich weiß jetzt gar nicht, ob das bei Teil 1 war. Auf jeden Fall, man erfährt dann halt auch was von der untergegangenen Welt und ich bin halt auch gespannt, wie der letzte Teil dieser Trilogie eben auch ausgeht. Ich kann, wie gesagt, nicht so viel dazu sagen. Wie viele Sterne ich dem Teil gegeben habe, weiß ich jetzt leider auch nicht. Aber ich kann euch noch sagen, dass das Ganze ohne Anhang 376 Seiten hat. Und es mir gut gefallen hat. Also, es ist, weil schon da ein bisschen lange hin, bei einigen Sachen so ein bisschen lang gezogen, aber dann waren andere Sachen doch noch gut erklärt. Also ich glaube, ich habe den Teil 3 oder 4, ich glaube 4 Sterne gegeben, weil das mir besser gefallen hat als der erste Teil. Ja, das war jetzt auch die Rezension zu noch was aus dem März. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wir sehen uns demnächst wieder. Bis dahin. Tschüss.